Freunde, und herzlich willkommen zum vorletzten Spiel an diesem Tag. Kasachstan gegen Lettland. Und damit herzlich willkommen auch wieder bei einem Spiel der Gruppe A. Lettland, überraschende Mannschaft in diesem Turnier. 5-3 zuletzt gegen Dänemark, dann davor leider ein 1-2 gegen die Schweiz. Aber 5-3 Sieg gegen Russland, 3-1 Sieg gegen Tschechien. Das macht Mut für ein mögliches Viertelfinale. Die Kasachen 0-4 Schweden, 1-3 Tschechien. Dann 0-1 Schweiz, 0-7 Russland und 2-3 Norwegen. Bislang nur ein Punkt, nämlich das 0-1 nach Overtime gegen die Schweiz. Also für Kasachstan ist es auf jeden Fall gelaufen. Da wird ein Viertelfinalteilnahme nicht mehr möglich sein. Dementsprechend die Letten heute tun sie gut dran, wenn sie diese Partie gewinnen. Und das wollen sie auch. Restprogramm Lettland heute Kasachstan. Und am Dienstag gegen Norwegen, Restprogramm Kasachstan, heute Lettland, Montag gegen Dänemark. So sieht's aus und da ist es, Lipsbergs 1-0 Lettland. Das ging schnell, das war deutlich. Und das war vor allem zielstrebig. Das ist das, was man wollte seitens der Letten, frühe Führung, das Spiel an sich reißen, die Führung übernehmen und dann die Punkte mit nach Hause nehmen. Das ist das Wichtige, was man hier wollte. Da Kiew, Ausgleich! So schnell geht's! Im direkten Gegenzug, überraschenderweise, der Ausgleich der Kasachen. Erster Schuss, erstes Tor, Bombe. Absoluter Wahnsinn. Sehr schön gemacht. Und dann, oh, Gutlevskis, da war er noch dran. Bitter natürlich für den Torhüter der Kasachen, der Letten, der sich das mit Sicherheit so nicht vorgestellt hat. Aber kann passieren, muss man mit rechnen. Lettland versucht gleich hier wieder zurückzuschlagen über Kinins. Und hier wird, glaube ich, richtig gekämpft. Kasachstan, Lettland. Da wird uns noch einiges geboten, glaube ich. Okunev. Schade bei so Spielen ist es immer, dass die deutlich weniger Aufrufe erreichen, wie die Partien, die hier so angesehen sind. Wie die Schweizer Partie, wie die russischen Partien, wie die Partien der deutschen Nationalmannschaft natürlich. Solche Spiele gehen da gut und gerne mal unter. Dakiev mit der nächsten Möglichkeit. Lettland kommt. Kasachstan lässt hier viel Platz. Viele Möglichkeiten für die Letten. Vasiljevs. Und Kinins. Da war sie. Die Möglichkeit zur erneuten Führung. Aber Kasachstan hält gut dagegen. Entgegen aller Erwartungen nach der frühen Führung der Letten hält Kasachstan hier wirklich sehr, sehr gut dagegen. Hier geht eine Führung. Wahnsinn. 2-1 Kasachstan. Spiel gedreht. Und da ärgert sich Gutlevskis. Natürlich ärgert sich da Gutlevskis. Theodor Tschurin. Medvinsky auf Zhinbaev. Straucheln. Kasachstan nutzt jetzt hier den Rückenwind, gleich hier wieder nach vorne zu gehen. Ein 3-1 hinterher schieben, das wäre schon bitter. Und Lettland probiert über Kulda. Nächste Chance. Zhinbaev abgefälscht für Dorov. Sie gefallen mir richtig gut heute, die Kasachen. Richtig schönes Zusammenspiel, richtig gutes Teamspiel. Warum nicht von Anfang an? Das ist immer die Frage, die man sich stellt. Natürlich sind die anderen Mannschaften vielleicht technisch, läuferisch besser. Aber nichtsdestotrotz, eine Einheit muss man formen. Und mit so einer Einheit kann man auch durchaus erfolgreich sein bei so einer Weltmeisterschaft. Abstieg vermeiden. Das ist das Ziel der Kasachen. Rikis, und es bleibt trotzdem beim 2-1 für Kasachstan nach 20 Minuten. 4-5 Schüsse. Weniger Schüsse für Kasachstan.
Entschuldigung. Aber das ist es, wenn man so viel aufnimmt. Irgendwann kratzt es im Hals. Der Turakov Gänze auf Shubisov. Turakov. Saison. Repalov. Oh, die Chance für Lettland! Und Kolesnik hält die Führung der Kasachen fest. So lange wie möglich diese Führung halten, eventuell ausbauen. Ein 3:1 erzielen wäre für Kasachstan ein Wahnsinnsding. Bislang konnte man nämlich nur 3 eigene Treffer erzielen in der ganzen Weltmeisterschaft. Ein Tor gegen Tschechien und 2 gegen Norwegen. Ansonsten 0-4 Schweden, 0-7 Russland, 0-1 Schweiz. So. Und die nächste Chance liegt frei, die Scheibe, da ist es 3:1. Und damit hat man in einem Spiel seine Tore verdoppelt. Ist das zu glauben? Kasachstan spielt wie wild auf. Und für Lettland ist das hier richtig übel. Für Lettland ist diese Partie richtig, richtig übel. Sie entwickelt sich hier zu einem Horrorszenario, welches man so eigentlich nicht wollte. Andropov auf Shubisov. Andropov. Jetzt nochmal die Chance. 4:1. Das ist super. Jetzt würde ich drüber nachdenken, Kudlevskis auszuwechseln. Er wird heute nicht mehr glücklich. Ich glaube, mit 8 oder mit 6 Schüssen 4 Tore erzielt. Das ist ein hartes Stück. Einfach wunderbares Eishockey, was wir hier sehen von den Kasachen. Aber Lettland hält an ihrem Goalie fest. Gänse auf Juri. Lübkin. Lübkov. Juri. Gänse. Sehr schön, wie die Scheibe läuft. Lübkin sonst. Juri spielt auf Sprott. Achtung. Repalov 2:4, die Antwort der Letten. Es reißt nicht ab. Hälfte des Spiels noch nicht mal vorbei und es sind bereits jetzt 6 Treffer gefallen. Wahnsinn. Nikita Repalov ohne Assist holt sich hier die Scheibe und dann ratzfatz an Kolesnik vorbei. So wie es sein muss. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Sehr schönes Spiel. Wirklich Bombe mit anzuschauen. Und die nächste Chance für Kinins, aber Kolesnik hält die Scheibe fest. Lässt hier nichts zu, das ist wichtig. Aus Sicht der Kasachen. 2 Tore Führung noch. Mit der kann man wirklich viel anstellen, mit der kann man hier wirklich erfolgreich werden. Und hier kann man 3 Punkte holen. Lebensbergs und Kolesnik. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Es ist einfach schön anzuschauen. Und das ist eben das, was ich gemeint habe. Diese Spiele, die von vornherein weniger angeguckt werden, die aber am Ende so geile Ergebnisse mit sich bringen, so geiles Spiel mit sich bringen, das ist wirklich schade. Dugavits auf Vasiljevs. Lettland ist noch nicht abgeschrieben. Um Gottes Willen. Oh, Vasiljevs. Mit der Chance. Turakov auf Shubisov und Kudlevski. Ein 5:2 sollte man hier auf jeden Fall vermeiden. Das wäre nichts. Sollte man sich hier das Ding einfangen. Da wäre man absolut nicht glücklich damit. Gänze. Da bin ich raus. Dimbajew, Lopatin und Kudlevski ist mit der erneuten Fanghand.
große Chance. Kolesnik. Keine zwei Minuten mehr. Lukas. Redlis auf Rikis. Scheide kommt. Die Verwaltung sind wir jetzt auf Schuhin. In die letzten Sekunden des zweiten Durchgangs nochmal die Chance, die doppelte Chance für Kasachstan. Hier noch einen draufzulegen, was bleibt vorerst vor einem 4:2. Trotzdem, wir sehen hier eine Bombenpartie, die nicht wirklich gut ist, aus Sicht der Torhüter. 11 Schüsse auf der einen Seite, 4 Tore, 10 Schüsse auf der anderen Seite, 2 Tore. Also das ist für keinen Torhüter der Welt wirklich eine ordentliche Statistik. Aber darum geht es nicht. Es geht um unseren Spaß. Es geht um die Ansehnlichkeit einer Partie. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Kolesnik hält die Führung der Kasachen fest. Das ist wichtig. Das ist absolut wichtig. Da wird man weiter arbeiten müssen. Aber noch hat Lettland genug Zeit. Schade. Nächste große Möglichkeit. Kolesnik. Sie versuchen es. Lettland steckt nicht auf. Und das muss man ihnen hoch anrechnen. Das muss man ihnen auf jeden Fall hoch anrechnen. Dass sie hier zu keinem Zeitpunkt aufgeben. Meine jetzt einen Anschlusstreffer noch erzielen. Und man hat noch jede Menge Zeit auf den Ausgang. Aber der muss erstmal erzielt werden, das ist das Problem. Und Kolesnik. Oh, gibt's aber die Scheibe frei. Mutig! Wird der Mut am Ende belohnt? Dann kommt. Und Gudlevskis trägt seinen Teil dazu bei, dass Kasachstan noch nicht durch ist in dieser Partie. Oh, schade. Nächste Chance. Lettland mit dem Versuch. Lettland kann. Kenins Bachtulisch. Abot. Vier Minuten 10. Und die Anzeichen auf einen Sieg der Kasachen verdichten sich. Der erste Sieg bei der Weltmeisterschaft. Ausgerechnet gegen Lettland, die so dringend die Punkte benötigt hätten. Aber wir dürfen gespannt sein. Wie sieht es am Ende bei den Tabellen aus? Wie stehen die Mannschaften am Ende? Das wird eine sehr, sehr interessante Sache. Zakiev, Okunev und Kozibayev. Letzte Minute läuft. Wann wird Gudlevskis den Kasten verlassen zugunsten eines sechsten Feldspielers? Viel Zeit ist nicht mehr. Jetzt muss er gehen. So ist es auch. 45 Sekunden. Lettland setzt alles auf eine Karte. Daugavins. Und der Tipp-In-Versuch am Tor vorbei. Es will nicht ganz gelingen. Kozibayev jetzt mit der Chance. Das macht er nicht. Typisch CPU. Ganz selten, dass hier mal ein Empty Net wohl klappt.
Gergenson, greift Palovs nochmal. Scheibe liegt frei, aber Kulisnik kommt als erster dran. Wird heute zum Matchwinner für Kasachstan. Und die gewinnt Lettland. Smits. Die Zeit ist knapp und das werden sie nicht mehr schaffen. Das wird Lettland nicht mehr schaffen, Kenins. Es soll nicht sein. Lettland unterliegt den Kasachen. Blitzbergs Schusschance nochmal, aber da bleibt es dann am Ende beim 4:2 für Kasachstan. Das ist bitter für Lettland. Ein Rückschlag um die Plätze ins Viertelfinale. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir ein Like da und wir sehen uns hoffentlich um 18 Uhr bei der Petit Kanada gegen die Slowakei.